So, weiter geht's. Ich habe hier noch niemals so durcheinander erlebt. Ja, Junge, sei ruhig. Wir haben jetzt das letzte Mal dafür gesorgt, dass Mischmaschmusch, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, hier verhaftet wurde, weil wir ihm Ring untergeschoben haben und wir sollen jetzt, glaube ich, zur Diebesgilde, müsste das dann sein. Gibt es hier einen normalen Weg runter oder soll ich jumpen? Ach, scheiß auf normalen Weg. Ich nehme den stylischen Weg. Einfach Augen zu und drunter. Da wäre der normale Weg gewesen. Egal. Hier gibt es... Klopf, klopf. Ist da wer? Jetzt muss ich erst wieder einen kurzen Schnitt machen, damit sich die Frames erholen. So, da bin ich auch schon wieder. Frames haben sich erholt. Und ich frag mich gerade echt, wo ich hier bin. Ich weiß nicht, Raff. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Ist da jemand? Hier Nein. Drüben. Aufpassen. Ja, dann steh mir nicht im Weg rum, Lydia. Ich weiß, deswegen fackel ich auch dir ab und nicht dich. Den hast du schön, deine Axt ins... in den gesamten Körper gehauen. Ah, die haben schön viel Gold dabei. Des Scharmützlers. Was ist das denn für ein Wort? Zaubertrank des Scharmützlers. Wie das klingt, ey. Scharmützlers. Oh Mann, ey. So bald kommen wir hier nicht mehr raus. Hallo? Nette Tür. Das sieht mir hier doch noch leicht brennbar aus. Hallo, ist hier wer? Hallo? Oh, ein Gold. Ist da jemand? Nein. Ja. Geh an die Faust. Lydia, komm mal her, ich will ihn ins... Lydia. Lydia. Ich lebe und werde weiter... Dann zünd ich's halt so an. Ich will's einfach brennen sehen. Ich mag Feuer. Ich mag, wenn alles brennt. Feuer ist so schön zerstörerisch. Handschuh des Hauskämpfers. Ring der Stärkung. Na, kann man gut verkaufen, das Zeug. Hallo? Sonst keiner da? Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein, ich komme. Und wenn ich euch finde, werde ich euch töten. Hallo? Tür. Sehe ich das richtig? Ich habe zwei Wege. Nein, ich habe einen Weg. Umso besser. Hab euch. Hab dich. Ist das alles, was ihr könnt? Ja. Das war... Reicht's dir nicht? Burn, baby, burn. Genug, genug. Seele gefangen.
Tja, deine Seele gehört jetzt mir. Ist die jetzt in diesem schwarzen Seelenstein eigentlich drin? Ah ne, ich habe hier leere Seelensteine. Ah, die kann ich jetzt damit voll machen. Dann nehme ich aber lieber das Schwert. Schwert. Hallo? So, Rückweg. Hallo? Oh, ne, Expertentür. Nein. Ich mag es nicht, wenn meine Dienste abbrechen. Ich hatte zwar so fucking viele von denen, trotzdem mag ich es nicht. Hallo? Ich hatte doch den optimalen Punkt schon fast. Geht doch. Doing, hau mir eine Tür ins Gesicht, ist klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe jetzt wieder zurück. Yep, ich bin zurückgegangen. Na schön, Schrank auch. Orientierung und so. Orientierung ist da, aber... Ach, die zersplitterte Flasche! Ist ja gar nicht schwierig, dahin zu kommen. Und ist ja gar nicht umständlich, dahin zu kommen. Und... Minimount. Wasser. Ah, da ist jemand. Hallo, du da. Ich glaube, ich will mal ein Wörtchen mit dir reden. Hör schon auf, Mignon. Diese Zeiten sind vorbei. Ich sage euch, hier verhält es sich anders. Das haben wir alle schon mal gehört, Breen. Macht euch nichts vor. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, alter Freund. Ihr, Vex, Mercer, ihr alle gehört einer aussterbenden Gattung an. Die Dinge ändern sich. Eine aussterbende Art, was? Und wie nennt ihr das? Sieh an. Ich bin beeindruckt, Mädchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Ach, sei ruhig. Ich wurde fast umgebracht. Haha, dass ich nicht lache. Jetzt kommen wir einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner? Was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Mit oder ohne Schwert? Mit oder ohne Schwert? Kiraba, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Wie soll ich vorgehen? Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Also ohne Schwert. Bekomme ich einen Anteil? Natürlich erhaltet ihr einen Anteil. Wir lassen unsere Leute nicht im Stich. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Ist ja schon gut. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Wenn ihr was trinken wollt, ganz schön mutig von euch, hier runterzukommen. Der Rattenweg ist schon so manchem was zugestoßen. Schnauze, jetzt rede ich. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ich suche einen alten Mann, der sich irgendwo in Riften versteckt. Aha, hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Ich muss mit ihm reden, ich bin ein Freund. Sein Leben ist in Gefahr. Das ist eine rührende Geschichte. Und jetzt geht mir aus den Augen. Alter, wie die hier alle gegen Überredung gefeit sind. Hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Vielleicht hilft dies hier eurem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge. Das ist eine rührende Geschichte. Hallo, und jetzt geht mir... hier gibt's viele alte Kerle. Ich wollte das ja auch. Nun, wenn ihr das so ausdrückt... Ich glaube, ich kenne den alten Kerl, den ihr meint.
Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Der alte Kerl hat sich unten versteckt. Wo wohnt er? Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwegs. Seid vorsichtig. Ihr seid nicht die einzige Person, die nach ihm sucht. Wenn ihr euch bald schon. Könnt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Bald bin ich ja. Bald bin ich der Einzige, der nach ihm sucht, weil ich alle anderen töten werde. Mit diesem Schwert der Klingen werde ich sie alle töten. Nein, mit diesem Katana der Klingen. Für mich ist das ja ein Katana hier. Du Freund oder Feind? Was war das? Da ist die Agentin. Komm her, Junge. You failed. You failed, Junge. Du hast mal so richtig hart gefailed. Mann, oh Mann, ey, ihr seid aber schwach auf der Brust. Mei. Ihr Menschen lernt, wo ihr hingehört. Seht die Zukunft! Seht die Talmor! Halt die Schnauze! Wie wär's damit? Halt die Schnauze! Aber irgendwie bringt das nicht viel. Der Seelenfalle. Machen wir es wieder auf meine Lieblingsweise. Burn, baby, burn. Disco Inferno, burn, baby, burn. Fackelt sie einfach alle ab. Hallo? Ist hier noch mehr? Nice. Eisenbahn, die ich aber nicht mehr brauche. Hammer. Eine Kiste. Die hätte ich fast übersehen. Ist ein bisschen schneller hier. Im Laufschritt Marsch und so. Oh, das gefällt mir hier doch schon besser. Geldbeutel, Geld, Geld. Geld, Geldbeutel, noch mehr Geld. Lehrlingstruhen. An denen ich scheitere. Wie sieht denn das aus, wenn ich an Lehrlingstruhen scheitere? Hallo? Machst du jetzt mal auf hier? Also, das gibt's ja wohl nicht. Na? Hallo? Was wird das hier? Geht doch. Vulkanglas, Zweihänder. Ich glaube, ich habe gerade einen Korb oder so genommen. Das sein? Mal gucken. Krug. Ah, weg damit. Unnötige Last ist unnötig. Hallo? Hallo? Ist immer noch keiner zu Hause? Sowas aber auch. Sowas aber auch, ey. Da fällt mir ein, hatten wir nicht eigentlich auch noch die dunkle Bruderschaft am Laufen? Ich glaube ja. Sollte ich mich vielleicht auch mal drum kümmern. Ja, alles ein bisschen ins Rollen zu bringen. Was? Stein? Eimer? Was? Messe? Was ist? Was ist los?
Ich werde heute Abend gut essen. Ach, du bist so jemand. Na, dann kannst du gern Feuer haben. Wenn du mir so kommst, dann brate ich dich schon mal gut durch. Wenn du mir hier so kommst. Ich hab gedacht, oh, befreist du mal den Typ? Und was macht er? Geht auf mich los. Ich glaub's hackt. Ich glaub's hackt, ey. Ey, ich will dir nichts tun, hier. Hallo. Mädchen? Ich mache mich aus dem Staub. Der Tod ist stark überbewertet. Genug. Ja, ich will dich doch nicht töten. Ich will eigentlich mit dir reden, aber... Ich will nicht die Oberhand gewinnen. Lydia. Naja, dann tut Lydia, was Lydia tun muss. Jemand muss mir helfen. Gerne, wenn ich weiß, wo du bist. Hallo. Genug. Oh, da ist ein Loch. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Nein, tust du nicht. Verschont mich, bitte. Verschwindet. Ach, der S-Bahn. S-Bahn, mach die Tür auf. Ich bin ein Freund. Aber das auch nicht netter sagen kann, wenn man ein Freund ist. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht S-Bahn. Da steht aber dein Name. Wovon ihr redet. Da steht aber, dass dein Name S-Bahn ist. Schon gut, Delfin hat mich geschickt. Delfin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden? Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Delfin braucht eure Hilfe, um die Drachen aufzuhalten. Die Klingen haben mich nach mir gesucht. Ich bin ein Drachenblut. Rattenweg, zwei Agenten, bla. Ah, genau, hier. Delfine sagte, ihr sollt euch an die 30. Eiserbs erinnern. Ah, in der Tat. In der Tat. Ich erinnere mich. Dann lebt Delfin tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Das dauert nur einen Augenblick. Wieso hab ich das Gefühl, der Typ will auf mich losgehen? Der hier klemmt immer. Ach nee. Der hat zig Schlösser hier dran. Sind nicht mehr viele. Alter! Wie viele Dutzend Schlösser hast du da dran gemacht, Junge? Hallo? Hallo? Das wäre geschafft. Kommt herein. Fühlt euch wie zu... So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Na, komm mal noch rein, Lydia. Also kämpft Delfin immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Ja. Da die Zeit allerdings schon vorangeschritten ist, würde ich sagen, Zeit für einen Cliffhanger. Denn dieses Gespräch gibt es erst im nächsten Part. Also, bis dahin, Leute.